JobMedica, Ihr zuverlässiger Arbeitgeber für Pflegekräfte und Erzieher in Dresden, präsentiert das Voting zum Dynamotor der Saison 2020-21. Über Umwege landet der Ball bei Pascal Sohm. Der Flankputter war ich zu Kade! Jule, dein artistischer Treffer per Seitfallzieher zum 1:0 wurde von den Dynamo-Fans im Voting 2 für die Monate Dezember bis Februar zum Dynamo-Tor der Saison, präsentiert von JobMedica, gewählt. Herzlichen Glückwunsch von uns. Was bedeutet dir das? Danke, freut mich. Ist eine coole Sache, dass es sowas gibt. Danke, dass die für mich abgestimmt haben. Ist eine coole Sache. Nehmen wir es mal bitte mit. Beschreib mir mal bitte, wie hast du das Tor erlebt und wie hast du das Tor geschossen? Ja, das war ein Ballgewinn von uns im Mittelfeld gegen Ferl. Ich spiele den Ball raus auf Yannick. Yannick versucht, glaube ich, zu schießen. Der Ball springt raus zu Somi und Somi flankt den direkt rein und direkt auf meinen Fuß. Ich springe ab und schieße ihn rein. Cooles Gefühl. Ein tolles Tor nach butterweicher Flanke von Somi. Netzt Kade ein. Ihr seid als Team in den letzten Monaten extrem eng zusammengewachsen. Was zeichnet euch als Mannschaft darüber hinaus aus? Ja, das stimmt. Wir verstehen uns sehr gut, auch neben dem Platz. Auf dem Platz unterstützen wir uns. Ich denke, das zeichnet uns aus. Jeder hilft dem anderen, jeder coacht den anderen. Und offensiv machen wir die Tore. Defensiv unterstützen wir uns alle, dass wir das gut verteidigen. Und dann kommt meistens ein gutes Ergebnis bei raus. Ich hoffe, es geht so weiter. Mit dem Spitzenspiel am Montag bei 1860 München startet ihr ins letzte Saisondrittel. Wie geht ihr die kommenden Aufgaben an? Ja, wir bereiten uns immer auf die Spiele vor. 68 ist auch ein ziemlich gutes Spiel. Wir werden alles geben und versuchen, jedes Spiel zu gewinnen. Jule, dabei wünschen wir natürlich viel Erfolg. Vielen Dank. Schulbuchmäßig per Seitfallzieher. Besser geht's nicht.